Viele fragen sich, was mit der Erde los ist, mit den Menschen, was hier eigentlich passiert. Ich kann nur sagen, dass ich für all diese Vorgänge, die wir hier sehen, einfach erkennen kann, dass es nur eine einzige Ursache hat. Und das gilt für alles, wirklich für alles. Egal, wen das betrifft, die Menschen, die Menschheit, an dem Stand, wie sie jetzt ist, in der spirituellen Entwicklung, in der Bewusstseinsentfaltung, ist praktisch nur damit beschäftigt zu kompensieren und hat den Weg völlig aus den Augen verloren, weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht und ist dabei, sich und diesen Planeten zu zerstören. Das ist die objektive Situation unserer Spezies. Und es hat alles an Auswüchsen. Ja? Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Versuch, in den Weltraum vorzustoßen. Das führt nirgendwo hin. Das führt nicht zu einer Entwicklung, nicht zu mehr Gemeinschaft, nicht zu einer Bewusstseinsentfaltung. Es führt nicht zu Glück. Das ist das Ego der Superreichen, ja, die jetzt verzweifelt versuchen, im Weltraum irgendetwas zu finden. Was versuchen diese Leute im Weltraum zu finden? Ich kann es euch sagen. Sie versuchen, das Gegenüber zu finden, was sie als Kind nicht hatten. Das ist der Grund, warum sie in den Weltraum wollen. Das ist Kompensation für Superreiche. Die Möglichkeit haben nur ganz wenige Menschen. Aber das, was in uns Menschen passiert, ist immer dasselbe. Also versuchen sie, den Mond zu erreichen, dann den Mars, dann andere Galaxien und hoffen, dort etwas zu finden, weil irgendwo muss ja die Energie für diese Aktivitäten herkommen. Und ganz objektiv geschaut, wo könnte für einen wachen Mensch die Energie herkommen, in den weiten Kosmos vorzustoßen und da irgendwas zu suchen, wenn doch hier auf der Erde alles da ist und wenn es doch darum geht, hier auf der Erde in Kontakt zu kommen und alle Möglichkeiten dafür da sind. Was sollte ich im Weltraum suchen? Völlig verrückt, völlig absurd, führt nirgendwo hin, kostet immense Ressourcen, während jede, ich glaube, alle 5 Sekunden verhungert ein Kind auf dieser Erde. Und gleichzeitig versuchen einige ihre Weltraumspiele zu machen. Und sie machen es ja auch. Das ist ein Weg, der nicht zum Ziel führt. Das heißt, die Entwicklung in den Weltraum führt nicht zum Glück, nicht zum Ziel. Das ist einer der unzähligen Irrwege. Ein anderer Irrweg ist es, über Drogen zu probieren. Ja, alles, was wir hier sehen, über Kriege, über die Wissenschaft, so wie sie jetzt läuft. Die Wissenschaft, die jetzt auf der Erde aktiv ist, ist die absolute, der Gipfel der Perversion des Verstandes, absolut diabolisch und führt ebenfalls zur Zerstörung, wenn das so weitergeht. Wir haben Perversionen im körperlichen Bereich, in jeder Hinsicht, sexuelle Ebene, Körperkult. Ja, Schönheits-OPs, all das. Und das sind Dinge, die am Rand erscheinen. Genauso wie Umweltzerstörung, genauso wie alles, was wir hier an Leiden haben auf der Erde. All das und der Versuch, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und all das führt immer weiter vom Weg ab. Und was wir dabei eben vermeiden, ist den echten Kontakt, der ja jetzt möglich wäre. Weil wir eben genug Ressourcen und genug technische Entwicklung haben, um alle Menschen zu versorgen. Es gibt keine Konkurrenz mehr auf der Erde. Ja, wir brauchen dieses Bild, dass wir gegen Feinde zu kämpfen haben oder uns durchsetzen müssen. Das können wir ablegen. Das stammt aus der Evolution. Da war das so. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das erkennen können, dass wir eine Familie sind, uns gegenseitig helfen, uns mitteilen, ehrlich mitteilen, und dann würden sich alle Probleme von alleine auflösen. Aber es ist nicht nur das Offensichtliche, was hier falsch läuft, auch das weniger Offensichtliche. Zum Beispiel ein Großteil der Bevölkerung, der sich passiv berieseln lässt von den Mainstream-Medien, der nicht nachdenkt, der nicht selber recherchiert. Das ist genauso pervers wie Machtmissbrauch und Manipulation. Das sind zwei Pole des Gleichen. Ob jetzt ein Politiker, ein NLP-Profi anstellt und benutzt, um die Bevölkerung zu
kontrollieren, auszubeuten und in die Irre zu führen, ist die gleiche Perversion, wie sich jeden Abend vor die Tagesschau zu setzen und sich mit diesem Unsinn besudeln zu lassen, ist das Gleiche. Und all das zirkuliert, um die Begegnung an sich zwischen uns Menschen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Ich fühle mich so und so, ich fühle mich so und so. Darum zirkuliert das alles. Und das ist das, was wir einfach sehen müssen. Dass alle Probleme durch diesen fehlenden Austausch entstehen. Und der Versuch, das Leiden, was dadurch entsteht, zu lösen, ist eben im Moment leider fast nur destruktiv und führt zu mehr Trennung und zu mehr Leiden. Ja. Auch der Superreiche, der jetzt in den Weltraum geflogen ist, kann dadurch niemals genährt werden in seinem Innern. Er kann nur die Idee aufrechterhalten, dass er dann doch irgendwas da draußen findet. Das ist das, was den Antrieb erzeugt. Und das ist der eigentliche Antrieb als Kind, sich den Bindungspersonen zuzuwenden. Das ist das, was da wirkt. Ja, aber es finden immer mehr Menschen zum ehrlichen Mitteilen und zum Ausstieg aus dem Ganzen und zur wirklichen Entfaltung und zu einem Weg, wo wir gemeinsam wirklich vorankommen. Und dann erst ändert sich was. Erst wenn wir auf eine neue Art miteinander in Kontakt treten, ändert sich was. Sonst machen wir weiter wie die letzten Tausenden von Jahren. Und es ist einfach schade zu sehen, dass viel der neuen Energie in das Konstrukt von äußeren Formen verpulvert wird. Ja, es werden neue Konstrukte, neue Vereine und so weiter. Es wird im Außen, ständig im Außen, wird versucht, was zu lösen. Das Problem ist aber nicht im Außen. Solange wir nicht in einen neuen Kontakt kommen, können wir so viele neue Systeme erschaffen, wie wir wollen. Es wird nirgendwo hinführen. Nirgendwo wird das hinführen, es sei denn, wir fangen an zu sagen, wie es uns geht und was wir denken. Ganz ehrlich und authentisch im Sinne des ehrlichen Mitteilens zum Beispiel. Dann geht es los für jeden Einzelnen und auch für die Gesellschaft. Das heißt, alles, was ihr seht hier in der Welt, in eurem Innern, das, ihr könnt auch euer eigenes persönliches Leben anschauen, was ihr macht von morgens bis abends. Ja? Solange der wirkliche Kontakt nicht hergestellt wurde, ist alles nur Kompensation und Reinszenierung. Im Großen und im Kleinen. Und leider haben eben ja, einige sehr viele Möglichkeiten, weil ihnen die Macht dazu gegeben ist oder gegeben wurde vom Rest. Ja. Und wir können zurückkommen. Wir können von der Beschäftigung mit äußeren Vorgängen, äußeren Konstrukten, äußeren Dingen, die sowieso eigentlich nur hier oben im Verstand sich bewegen oder entstehen oder vorhanden sind, können wir zurückkehren. Wo ist ein Mensch, mit dem ich ehrliches Mitteilen machen kann? Wer in meinem Umfeld hätte Lust oder hat die Kapazität für einen wirklichen Austausch? Das ist der Antrieb in uns. Das ist der eigentliche Antrieb, auf ein Gegenüber zuzugehen und sich mitzuteilen. Daher kommt die eigentliche Energie. Und diese Energie, die wurde seit der Kindheit über die Schule und über die Medien verwurstelt, verzerrt, verwässert. Und dann erscheinen nur noch Impulse, sich zu betäuben, was zu kaufen, Medien zu konsumieren, Macht auszuüben und so weiter und so weiter. Und sobald wir dahin zurückkehren, zu dem eigentlichen Impuls, wenn wir das realisieren, wir wollen nur in Kontakt treten. Das ist alles. Nur Kontakt mit dem, was da ist.